Moinsen, ihr Füchs und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu... Mass Effect, muss schon sagen, Alter. Diablo 2 Resurrected. Wir sind gerade dabei, das Feld der Steine zu erkunden. Immer noch auf der Suche nach dem Teleporter, der sich hier irgendwo befinden muss. Keine Ahnung, wo das Ding ist. Eigentlich ist er immer in der Nähe von diesen Steinen, aber... Ja, du... Der taucht schon auf. Der spielt ein bisschen Verstecken. Alles wird gut. Unser Inventar ist mal wieder voll. Wir sollten gleich auch verkaufen gehen, aber... Alles zu seiner Zeit. Erstmal wird hier noch ein bisschen getötet, was man so töten kann. So, jetzt sind wir einmal drumrum. Jetzt füllen wir mal die Lücken aus. Dabei werden wir auch irgendwo unweigerlich den Teleporter finden. Da ist er doch schon. Auf ins Lager der Jägerin. Kurz einmal verhökern, was man so verhökern kann. Guten Tag. Guten Tag. So, was habe ich denn hier so? Ich habe einen großen Zauber. Max Ausdauer. Tschüss. Dann diesen Wolfskopf, der ist nur für die Klasse Druide. Können wir so verkaufen. Elixier, heben wir mal eins auf. Das kann weg. Das kann weg, weg. Also ein Bogen lohnt, glaube ich, nicht. Lohnt nicht. Lohnt nicht. Aber beim Ring können wir mal gucken. Das könnte interessant sein. 10 zu Angriffswert, 1 zu Lichtradius. Lass mal stecken. Ich bin Akara. Dann verkaufen wir einmal noch, reparieren wir einmal noch schnell. Was braucht ihr? Nur eine kleine Reparatur. Mehr verlange ich nicht. Und der Rest kommt in unsere Kiste. Und es geht weiter. Das Feld der Steine. So, wir schauen uns hier eben noch den Rest an. Eben die Lücken einmal füllen. Ist hier einer drin, der heilt? Ja, guck mal, in dem brennenden Haus. Wo sonst steht der rum? Muss ja da rumstehen. Wo es juckt. Ah, die Aura regelt langsam. Langsam regelt sie. Gefällt mir immer besser. Schrein der Mana-Erneuerung. Ja, bringt uns jetzt nicht so viel, aber nett ist trotzdem, ne? So, was hier noch in der Mitte? Hier ist ja auch noch jede Menge nichts. Moin, Leute. Alles gut? Geht's euch gut? Ist alles noch in Ordnung? Hier wird ein wenig rumgeschlurft. Tote Jägerin. Okay. Da schlürfe ich doch wieder ein Energy. So einen kleinen Diablo Energy. Tatsächlich muss ich ja gestehen, in echt trinke ich gar keine Energies. Ich finde sie einfach grottenwiderlich. Es ist das Abartigste, was man so trinken kann. Ernsthaft. Gönnt euch lieber einfach einen normalen Kaffee und die Welt ist in Ordnung. Ihr könnt da ja auch ganz viel Zucker reintun, wenn es unbedingt sein muss. Aber selbst das wäre immer noch gesünder als der Scheiß. Aber gut, muss jeder für sich wissen, ne? Okay, jetzt sind wir, glaube ich, einmal drumrum. Da bleibt ja nur noch ein Durchgang. Ich hatte auch nur einen anderen Weg gefunden, oder? Da ist eine Höhle. Eine Höhle! In diese müssen wir auch hinein. Es gibt zwar auch noch einen Weg nach in ein anderes Gebiet, glaube ich, aber da müssen wir erst später hin. Wir müssen jetzt erstmal, ups, hier rein. Und zwar zum unterirdischen Durchgang Ebene 1. Der führt uns zum Wald, wo wir den Infinibus-Baum finden werden. Alter, ich mache einen Damage, das ist einfach nur noch verrückt.
Jetzt geht's ab. So, wir nehmen den Wolfskopf mit, den Regenerationstrank, den Smaragd, noch ein Smaragd. Heiltränke kann man auch mal zwei ruhig einpacken. Ah ja. Kaputt! Ich mach die kaputt, Alter. So sieht das aus. Okay. Ja, sie schießt irgendwo dahin. Wir gehen erstmal hier hin. Wir erforschen eh das gesamte Gebiet, also es gibt kein Entkommen. Hallo? Immer feste drauf, ne? Unsere Aura macht den Rest. Juwel. Schlechter konservierter Kopf. Bläh. Das ist was für Totenbeschwörer. Auch eine geile Klasse, muss man sagen. Nicht ganz so easy zu meistern, aber wenn man sie meistert, ist das, glaube ich, ich glaube, es ist der heftigste. Weiß gar nicht, aber ich glaube, ich würde ihn als einer der heftigsten Charaktere beschreiben. Paladin kann auch echt übel werden. Ich habe auch noch gar keine Rune eingesammelt, ist mir so aufgefallen. Noch keine Runen für den Fuchs. So, irgendwas Schönes hier, einfaches Target. Mal sehen, vielleicht ist das ja gar nicht mal so schlecht für uns. Moin! Immer munter drauf, ne? Immer munter auf. Das Schnütchen hauen. Da kommen die Erinnerungen hoch, ey. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich in dieses Game versenkt habe. Leider wurde das ja damals nicht mitgetrackt. Ist vielleicht auch besser so. Man wird sich wahrscheinlich schämen, wenn man heute wüsste, wie viel Zeit meines Lebens ich vor meinem kleinen Computerchen saß, in meinem kleinen Keller. Ja. Meinem Gamer-Room. Als kleiner Blaufuchswelpe und habe meine Lebenszeit in dieses Game reingeschüttet. Und ich habe es genossen. Das waren unbeschwerte Zeiten, Alter. Da hast du noch an nichts gedacht. Nicht an Job, nicht an Haushalt, Finanzen, Versicherung, Auto. All so ein Kram. Alles keine Rolle gespielt. Du warst einfach ein kleiner Stöpsel, der in seinem kleinen Zimmerchen saß und die Ablo gedaddelt hat. Tja. 20 Jahre ist das her. 20 verfickte Jahre. Man wird alt, Mann. Man wird alt. Jo, das ist eigentlich mal ein Effektfeuerwerk hier. Das knallt, wa? Die gehen jetzt schon im Vorbeigehen kaputt durch unsere Aura. Nice. Langsam wird's. Wir nähern uns auch schon wieder dem nächsten Level ab. Sehr gut. Ich guck mal eben, bevor wir durch den Durchgang gehen, noch den Rest der Höhle an. Ich muss nur merken, oben links ist ein Durchgang. Ein rissiger konservierter Kopf immer mitnehmen. So ein konservierter Kopf ist bestimmt wertvoll. Bin mir sicher. So, einmal Ausdauer. There we go. Kommt ruhig alle angerannt. Immer einer nach dem anderen. Ich bin bereit für euch. So, Moment, wir leveln kurz. Zack. Tja, wie machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja. Gute Frage. Ich würde sagen, wir hauen jetzt nochmal wieder 5 auf Stärke. Und hauen natürlich wieder 1 auf unser Feuer. Unsere Aura erhöht sich jetzt auf bis max 27 Schaden und der Radius von 5,3 auf 6 Meter. Können wir die Aura wieder wechseln. Und es geht weiter.
Hier ist ein weiterer Durchgang. Das ist jetzt ein lilaner Durchgang. Ich glaube, der lilane Durchgang ist der Ausgang. Das checken wir gleich mal. Während der andere noch in so einen kleinen Bonusraum führt. Genau, da geht's zum Dunkelwald. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen jetzt das nochmal zurück. Alter, jetzt geht's aber los langsam. Jetzt geht's aber langsam los hier. Jetzt gehen wir erstmal mal in den Bonusraum. Können wir uns aber schon mal merken, eine gelbe Tür scheint immer der Bonusraum zu sein. Wenn es denn einen gibt. Alter, habe ich noch einen Ausdauertrank? Nein. Ah, vielleicht finden wir einen auf dem Boden. So, zum unterirdischen Durchgang Ebene 2. Moin. Alter. Bin der Blaufuchs. Wollte mir eben gucken, was hier so abgeht. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, dann lass liegen. Wir wollen eh nur kurz gucken, was hier so abgeht. Alter. So, was haben wir denn hier? Gehärtetes Leder. Ja gut, dann lass mich noch ein paar Tränke einsammeln. Zack, zack, die kann man schön verkaufen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Und ab zurück in die City. Brrrk. Gehen wir mal kurz verkaufen. Akara mal wieder Hallo sagen. Die macht sich ja auch Sorgen, die Alte, ne? Wir wollen ja nicht, dass sie sich um uns zu sehr kümmert und noch mehr Sorgenverhalten bekommt, ne? Das muss ja nicht sein. So, den können wir identifizieren und dann können wir ihn verkaufen. Was geht mit dem Vogel ab, Alter? Alter, Verkaufswert 3. Okay, das war jetzt nicht so lohnend. Okay, konservierte Köpfe müssen wir nicht mehr einsammeln. Die bringen wir also überhaupt kein Geld. Blitzwiderstand und Anforderungen minus 15. Gut. Du. Guten Abend. Nabend. Einmal kurz reparieren. Geld einlagern. Oh, jetzt habe ich die aufgehoben. Das war dumm. So, zwei grüne Steinchen. Und ein Juwel. Ich verkaufe eben noch dieses eine Röllchen. Ach, nimmt nur Platz weg, weißt du? So. So, dann wollen wir mal weiterschauen. Gehärtetes Leder. Alter, wie die einfach alle fallen. Übel. Es regelt ja heftig die Scheiße. Okay. Lederhandschuhe. Bisschen Gold. Heiltrank. Heiltrank. Schlüssel immer nicht verkehrt. Einfach durchflügen. So, damit sind wir einmal drumherum. Dann können wir wieder hoch und dann jetzt durch die andere Tür, ne? Die uns dann zum Dunkelwald führt. Zum guten Dunkelwald. Gib mir mal eben, na, noch nehme ich mal kein Elixier, aber gleich. Ich glaube, die Ausdauerleiste wird nicht reichen. Sie ist schon deutlich länger. Aber noch nicht lang genug. Der Dunkelwald. Jetzt gehen wir erstmal schön hier die riesige Mauer entlang. Oh, gleich geballert. Im Dunkelwald ist es tatsächlich ziemlich dunkel. Moin. Alter. Bin jetzt zu Besuch hier, ne? Alles cool, alles cool. Ich fühle mich jetzt viel stärker. Auch sie levelt übrigens mit auf, habe ich ganz vergessen zu erzählen, als eure Begleiter. Die leveln auf. Und wenn die sterben, könnt ihr sie auch für einen kleinen Obolus wiederbeleben. Das kann sehr lohnend sein, wenn ihr jemanden da echt heftig hochgezüchtet habt. Baumkopf, Holzfaust.
Und ihr den natürlich nicht verlieren wollt, ne? Dornenkeule, Eisenhut. So. In diesem Baum ist viel Magie. Westlock. Bringt Akara die Inifus-Schriftrolle. Da ist sie. Das machen wir natürlich aber nicht sofort. Erst muss ich mich ein bisschen umsehen hier. Moin. Wir wollen ja starker Schwertkämpfer werden, nicht wahr? Haben wir doch bei Gothic gelernt. Ich will starker Schwertkämpfer werden. So, ich habe da oben wieder in der Ecke was übersehen. Das kann ich ja nicht ab, ne? Wenn man irgendwo hingeht und das um so kleine Ecke noch nicht in das... Nee. Nee, es geht nicht. Ist nicht mein Ding. So. Oh, schon wieder. Schlürfen wir uns noch einen rein. Wo geht's hier hin? Okay. Moin. Immer munter drauf, Leute. Immer munter drauf. Der erste Akt ist noch relativ easy, da könnt ihr einfach immer dem Weg folgen, ja? Also wenn ihr keinen Bock habt, die ganze Gegend immer so zu erkunden, wie ich das mache, ihr seht ja auf der Karte so einen angedeuteten Weg und eigentlich müsst ihr immer nur dem Weg folgen. Der führt euch eigentlich immer dahin, wo ihr hin müsst. Waren das alle mit so einem Stab? Schlürfen wir eben Trank rein. Alter, was seid ihr da im Rennen? Da muss wieder jemand dringend aufs Klo. Wenn die Blase drückt, ja, bist du um einen Kampf echt nicht entzückt. Müsst ihr mal so vorstellen, die Ladies hier, die rennen, weil die echt richtig heftig pissen müssen. Und dann, oh nee, jetzt ist da wieder so ein Held-Idiot. Das muss ich auch noch mit dem kämpfen und du musst aber eigentlich pissen und hältst die ganze Zeit so die Blase unter festen Kniff so. Stell ich mir nicht schön vor. So, wo geht das hier hin? Da müssen wir gleich, glaube ich, hin. Das müsste das Hochmoor, das Schwarzmoor, so heißt das. Da müssen wir gleich jetzt hin. Wir gehen jetzt erstmal hier noch den Rest des Gebiets erkunden und dann holen wir gleich erstmal Deggert. Deggert, Deggert. Was ist das? Das ist die Pfanne des Rosts. Was war es? Der heilige Topf der Inkontinenz? Keine Ahnung, Alter. Grüße gehen raus an die Redaktion damals. Ich kann nicht noch mehr tragen. Als noch die Welt eine andere war. Würde mich immer so interessieren, vielleicht auch ein paar GameStar-Leser oder Fans unter den Zuschauern. Ich bin ja selber so ein ganz extrem großer GameStar-Fan. Früher, also zu der Zeit, als ich bei meinem Kumpel war, der mir Diablo 2 gegeben hat, weißt du? Wir haben immer so einen erbitterten Kampf geführt. Er war PC-Games-Fan, hat immer das PC-Games-Heft abonniert. Und ich hatte die GameStar und ich habe das immer so verglichen, PC Games ist so der BWLer unter den Gaming-Publikationen. Das war immer so dröge und so humorlos und immer so, ja, wissenschaftlich würde ich schon fast sagen, also so professionell, sag ich mal. Ne? Und dann gab es die GameStar mit ihrer Redaktion und Raumschiff GameStar und alles ein bisschen mehr Humor und haben auch ein bisschen Witzle gemacht und sowas, weißt du? Und ich fand die immer deutlich besser, deswegen haben wir dann uns immer gebattelt. Und er musste halt auch dann irgendwann eingestehen, ja, also, ja, GameStar hat schon mehr Humor und so. Aber nee, trotzdem mag er die PC Games lieber. Und meine Meinung hat sich da auch tatsächlich so eigentlich nicht gewandelt. Ich finde, ich mag, also ich gucke auch mal gelegentlich bei der PC Games rein, aber eigentlich ist GameStar immer meine Hauptquelle. Ich muss aber sagen, so diese alten Zeiten damals, so die Redaktion und Raumschiff GameStar, ne, die sind irgendwie vorbei, ne? Also man merkt halt, da hat sich vieles gewandelt, viele der coolen Leute sind weg. Und teilweise, was mich halt richtig hart annervt, ist jetzt auf der Webseite, dass da so viel Clickbaiting am Start ist. Das juckt schon heftig. Also da sind ja teilweise Bildniveau-Überschriften, also juckt, ne? Und keine Ahnung, wie, wenn da mal jemand bei euch dabei ist, also wenn einer von euch auch irgendwie GameStar-Abonnent ist oder Leser seit erster Stunde oder so, wie empfindet ihr das so? Habt ihr da auch das Gefühl, dass es da irgendwie qualitativ ein bisschen runtergeht? Ich bin ja froh, dass Petra noch da ist und so der Heiko, die alten Nasen, Michael,
Michi, ne? Sind auch viele coole neue dabei, aber irgendwie insgesamt habe ich das Gefühl, Qualität ist jetzt nicht mehr top-notch, ne? Aber gut, meine Lieben, der Hahn hat gekräht. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, dann lasst ihr mal schön entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.